ist ja gerade in Fahrradfahren und da sind wir halt drauf gekommen, ja, Marktlücke vielleicht und ja, das brauchen wir. Oder Menschen, also die Leute, die Fahrrad fahren, die wollen vielleicht gestylt sein, cool gestylt und ja. Unser Fokus war von Anfang an eben für den urbanen Raum und es soll beweglich sein und es soll praktisch sein, aber auch lässig ausschauen. Also extravagante Schnittführung und so weiter. Und das hat jetzt Fahrrad überhaupt in der heutigen Zeit, transportiert das sehr viel mit, diese Freiheit. Und das ist unser Aufhänger dann sozusagen worden. Bei uns geht es hauptsächlich darum, dass es eben praktisch ist im Stadtverkehr. Es geht nicht um die große sportliche Aktion, sondern einfach von A nach B zu kommen und immer passend angezogen zu sein. Dass man einfach auf die Materialien schaut, dass sie eben auch luftdurchlässig sind und dass sie angenehm bequem sind. Und dass es einfach auch generell von der Passform so ist, dass es bequem ist zum Fahrradfahren, aber trotzdem auch noch gut aussieht, wenn du dann vom Fahrrad absteigst. Es gibt natürlich diese ganzen Sportlabels, Geschichten, aber von denen wollen wir uns eben klar abgrenzen. Also wir wollen keine quietsch-neon-bunten Trikots machen, es soll eben cool aussehen. Wir haben halt gelernt, wie ein Projekt gemacht wird, vom Anfang bis zum Ende. Jetzt wissen wir halt, wie das geht genau. Halt vom Schneiden, vom Produzieren bis zum Präsentieren und zum Verkauf. Verkauft haben wir halt noch nicht, aber das wird dann als nächstes kommen.